Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der sollte nie vergehen. Es geht noch einmal. So ein Tag, auf den ich mich so freue. Der Thomas macht ein Video. Das geht noch einmal für die Memories. Ganz Kitzbühel, die Hände in die Luft, come on! So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der sollte nie vergehen. So ein Tag, auf erleben dürfen. Vorhin schon angesprochen, es fühlt sich an wie eine kleine Parallelwelt zur Gegenwart, in die wir jedes Wochenende eintauchen dürfen, dank euch, dank all dieser großen Shows, die wir Jahr ein Jahr aus veranschlagen dürfen, die wir ankündigen dürfen. Die ganzen Veranstalter in Europa sagen, kauft der Andreas Cavalier seine Tickets eigentlich selber? Es hat bis dato noch keinen Künstler gegeben, der seit 11 Jahren nonstop, Jahr ein, Jahr aus auf Tour ist und die Hütten so voll sind wie auch heute wieder in Kitzbühel. Und wir genießen das in vollsten Zügen und ich hoffe, ihr spürt es da unten auch, auch gestern schon mit so vielen lieben Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne gewesen, auch heute schon wieder unsere, meine Liebe, wenn man so will, dritte Oma, meine liebe Rosi Schipflinger von der Sonnbergstube hat erzählt, sie will morgen unbedingt von 12 bis 3 wieder gratis Kaisersporn kochen, damit die deine Fans nicht verhungern, weil sie so viel singen da herinnen. Der Mario Barth, ein lieber Freund und Weggefährte aus Berlin seit vielen Jahren, hat euch heute schon bestens unterhalten. Mario Barth, ein lieber Tätowierer und Rockmusiker, ist extra aus Nashville angereist, aus Las Vegas heute, weil er gesagt hat, das lasse ich mir nicht nehmen, da wollen wir dabei sein, hier wollen wir musizieren und. Alle haben so richtig viel Freude. Das ganze Team, die ganze Mannschaft, ich kann einfach nur sagen, Dankeschön, es ist eine unfassbar einzigartig schöne Lebenszeit. Und diese Lebenszeit, diese Shows, die haben in den letzten 11, 12 Jahren so viel Variation mit sich gebracht, dass ich jetzt sogar auf meine kleine, auf meinen Spickzettel da oben schauen muss, auf meine Setliste, wie es denn weitergeht. So viele spannende Jahre, so viele spannende Highlights. Eines hat das andere gejagt. Ein großer Ritterschlag hat im Jahr 2016 stattgefunden. Das war das Jahr von MTV Unplugged. Als erster und einziger Österreicher ist es natürlich der größte Ritterschlag gewesen für mich und nach wie vor, denn wir haben uns in der Schulzeit damals die Schallplatten meines Vaters, die schon alt und verrucht gewesen sind, mit der größten Freude auf Kassette überspielt, damit wir sie im Walkman in die Schule haben tragen können und dass es uns die Mädchen, die einfach eine schönere Handschrift gehabt haben als wir und in mehreren Farben in den Feinlinern Federpenalen, sagt man das so? Ja, bei uns daheim schon, aber in Deutschland vielleicht nicht, man weiß es nicht. Ist ja wurscht, Federpenal hat es geheißen, bei uns daheim. Und die haben so viele schöne Feinliner-Farben gehabt und haben uns die Hülle der Kassetten dann beschriftet und MTV Unplugged von Brian Adams, von Mariah Carey, von Joe Cocker, von Nirvana und so weiter und so fort. Waren natürlich riesengroße Idole. Und die Anfrage gekommen ist, ob nicht der Fulzocker, obwohl er vielleicht ein MTV Unplugged machen wollen würde,
ist mir natürlich das Herz übergegangen und voller Freude spielen wir euch jetzt einen Song daraus vor. Ein handgemachtes Stück Musik aus Österreich.